Alter. Was geht, Leute? NRF Fox ist wieder da. Mal wieder. Wie jeden Mittwoch, Montag und Freitag. Und vielleicht auch an anderen Tagen, bis ich einen Burnout erleide. Nein, Spaß beiseite. Ich bin wieder da mit Skyrim. In Skyrim. Letztes Mal haben wir diese kleine Festung überrannt. Und ja, jetzt schauen wir mal weiter, was wir hier finden. Wir gehen jetzt tiefer in diese Festung rein. Wie ihr seht, wieder ein kurzer Hose. Es ist wieder... Alter, das ist so ein komisches Wetter. Es ist wieder so heiß hier. Oder ich fühle mich so heiß. Vielleicht werde ich auch krank. Vielleicht habe ich auch Corona. Ich weiß es nicht. Hoffen wir es mal nicht. Auf jeden Fall. Angenehm. Angenehme Temperaturen, würde ich jetzt mal sagen. Ah, die Brille mal kurz anpassen. Beziehungsweise meine Haare. Gut, dann fangen wir mal an. Erstmal brauche ich meine Waffe. Geben Sie mir bitte meine Waffe. So. Also das ist schon mal... Ist das... Ha, also hätte man doch von dem anderen Weg kommen können. Sorry. Runes. Nichts entgeht meinem Legolas Adlerauge. Und Schlösser knacken kann ich auch wie ein Meister, wenn ich bin's gut. Level up. Was machen wir? Ja, ist nicht zentriert, warum auch immer. Ja, Gesundheit. Ich brauche Gesundheit, glaube ich, jetzt erst in erster Linie. Wiederherstellung, beidhändiges Zaubern. Ah, okay, kann ich erst bei Level 20. Feuer machen wir jetzt ja nicht so viel. Zerstörungszauber verursachen 35% weniger Magika-Kosten und Zerstörungszauber sind 0,25% mächtiger pro Stufe eurer Zerstörungsfähigkeiten. Ja. Ja, komm. Come on, machen wir. Hört sich gut an. Lass mal hier ein bisschen. Beljol, Hass. Ja. Das habe ich befürchtet. Nila. Ist halt schade, echt, dass wir, dass der Feuerzauber in der Hand kein richtiges Licht erzeugt. Wie man es jetzt denken könnte, realitätsgetreu. Auch wenn ich eine Mod dafür im Hintergrund eigentlich installiert habe. Warum ist mein Schwert schon wieder weg? Was ist denn los? Das ist, weil ich... Beljol Hass. Beljol Hall. Nö, das ist nicht. Nila. Nila. Aber das ist es. Ich darf nicht Nilanen. Nilallen. Ich darf den Spruch Nila nicht anwenden, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Ich hab's scheinbar vergessen. Ja, gucken wir mal, was wir heute machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir erleben immer irgendetwas. Das hätten wir ja. Hätten wir ja fast liegen gelassen. Zuckertörtchen. Okay, was ist das? Geld. Ich habe auch die Distanz, um Sachen zu nehmen, ein bisschen vergrößert. Dann sollten wir weniger Probleme haben, die Pfeile auf dem Boden einzusammeln. Wo ging es hier nochmal runter?
Ah, das. Hier, glaube ich. Nö, nee, da war. Da war das. War es die andere Richtung? Hört mal, ich will ein paar mehrere Folgen. Das heißt mehrere, ich denke mal mehr als zwei, hoffe ich mal. Um einen kleinen Vorlauf zu haben. Oh, ich hoffe, ich verirre mich hier nicht. Jetzt hier rund. Nee, hier hoch. Nee, hier oben waren wir doch. Ja, hier war die Truhe. Ja, ja, hier waren wir. Hier waren wir schon mal. Ja, ja. Ganz sicher. Das geht im Kreis also. No shit, Sherlock. Da ist nix. Da geht's raus. Da war doch noch eine Kerkertür irgendwo. Bin mir ganz sicher, hier war eine Kerkertür irgendwo. Oh Mann. Ah, reingedappt. Okay, ich muss mal kurz in die Karte schauen. Ja, ja. Ganz sicher. Ich bin der Karte gesehen. Und zwar. Da lang. Ne, da nicht lang. Und zwar da lang. Und dann. Ist es die Tür? Echt? Hoppala. Ah ja, das ist die Tür. Okay, okay. Beruhig dich. Erstmal hier das aus. Das zurück. Bogen raus. Okay. Position einnehmen. Und go. Ganz ruhig. Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Seht ihr ihn? Immer müssen sie sich wehren. Ich sehe ihn nicht. Bis jetzt sehe ich niemanden. Gut, dass wir so gut im Schleichen sind. Das wäre jetzt was. Der Importierte. Nur ein kleiner Schluck. Oh Gott! Gnade! Gnade? Habe ich jetzt echt nicht gesehen, ey. Das war cool. Ist ja auch so verdammt dunkel hier. Puh, ich sehe hier gar nichts. Ich hab nur so gedacht, so, oh, der läuft da bestimmt entweder in der Ecke und hoffe, er sieht mich nicht. Und da rennt er auf mich zu. Boah, verkaufen. Salz ist ja immer gut. Ja, Leder haben wir jetzt genug. Ich glaube, wir haben eh alle Taschen gebaut, die wir brauchen. Mehr Leder brauchen wir nicht. Okay, gehen wir da runter. Also Leute, jetzt sehe ich zum Beispiel null. Das heißt, ich werde es dann auch bei der Bearbeitung nicht groß heller machen. Wenn ich nichts sehe, dann seht ihr auch nichts. Wenn ich aber was sehe, dann solltet ihr es auch sehen. Außer ihr seid blind.
Maulwürfe. Würfe? Ja, ich benutze meinen Verstand. Na? Oh Mann. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Aber ich bin gut im Dunkeln. Ja. Kletter! Legolas, mein Name. Aber haben die nur nix? Schön ins Gesicht. Ins dein Gesicht. Salz. Oh, sorry. Trollfett. Diesmal nehmen wir das Trollfett mit. Wir nehmen das Trollpelz auch mit. Ja, nehmen wir auch mal mit. Ich weiß nicht, ob der wichtig ist. Der Schädel. Und natürlich die obligatorischen wenig Münzen. Ein Expert. Okay, ist nicht Meister, aber Expert ist halt auch. Nein. Oh, läuft doch. Und was ist drin? Achso. Ja, geht. Nicht gerade das Beste. Aber wenigstens etwas. Dann können wir hier noch die Schlösser knacken, wenn da was zu knacken ist. Ja. Es gibt dann auch zusätzlich Punkte in Schlösser knacken. Weiß zwar nicht, was mir... Ja, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, was mir das bringen soll später. Schlösser knacken gut zu sein. Vielleicht... weniger Dietriche zu verbrauchen oder halt eine Chance zu haben, dass man quasi beim Fehlschlag keinen Dietrich zerbricht. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Oh je, die arme Frau hat nicht mal Wertvolles. So arm ist sie. Was hat der Olaf? Du bist tot, du brauchst dein Zeug nicht mehr. Du brauchst deine Pfeile nicht mehr. Ja, okay, dein Ziegenfell kannst du behalten. Gut. Es reicht. Ich frag mich, ob dieser Eisenpfeil, dieses hat, ob das irgendwann verschwindet. Nö, scheinbar nicht. Ah, doch, jetzt. Ja, mehr ist hier nicht. Ich glaube, das waren Nachwirkungen vom Blitz gerade eben. Hat gewundert, was war das? Das ist mittlerweile Nacht. Zurück gehen wir jetzt erstmal nicht. Ist das? Wo, Gott? Wo ist er? Oh nee. Wir haben einen Bug. Das sind die berüchtigten
Invisible Dragons. Das macht keinen Sinn. Diesen Fehler muss ich erstmal beheben. Wir machen einen kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. So Leute, der Dach ist jetzt visible. Ich habe keine Ahnung wieso, ich habe jetzt einfach einen Quick-Load gemacht. Scheinbar, ich habe auch kurz bei Reddit nachgelesen, ist es auch ein Bug von der Vanilla-Version. Keine Ahnung, bin gehypt, los geht's. Guckt er uns an? Der guckt uns an. Wo ist dieser... so andere Soldat? Uiuiuiui. Okay, okay. Der nächste Drachenkampf. Oh, lauf, 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 lauf. Oh je. Wir brauchen eine sichere Festung. Wir gehen zur Festung zurück. Oh, der ist wütend. Der ist wütend, as fuck. Und was willst du jetzt? Alter! Pesarot Jol Hall. Pesarot Has Hall. Nila. Puh. Kommt so ein Scheiß? Typ von der Bruderschaft, ey. Warum? Warum jetzt? Und dann ist es noch so dunkel. Ich sehe nichts. I can't see shit. Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so ein Monster gesehen. Was war das? Im Sturzflug. Krasser Scheiß, ey. Ist der denn wirklich tot? Ja, der ist tot. Komm zu mir, Daddy. Danke für die Hilfe. Wer ist das? Rob. Hannah Rob? Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Oh, das weiß keiner. Die kommen einfach irgendwann, einfach so aus dem Nichts. Akavierdrache. Puh. Nehmen alles. Es kommt in die Truhe. Wie viel können wir tragen? Genug. Das war mal was, oder, Jungs? Jetzt seid ihr wieder wach. Aber wir schlafen jetzt erstmal. Bis zum nächsten Morgen, würde ich sagen. Ich glaube, da drin war ein Schlafsack zum Schlafen. Wäre nicht schlecht, bevor uns der nächste Drache ereilt. Wahrscheinlich wieder unsichtbar. Naja. Bis zum nächsten Morgen. Neuer Morgen. Guten Morgen, Männer. Was gibt's denn? Nix, ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen. Lass Danke für die Hilfe nochmal. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Benötigt ihr Vorräte? Was? Dann in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind. Ist noch ein bisschen dunkel. Aber es wird demnächst wieder hell. Schauen wir uns nochmal unser Ziel an. Wir sind hier und wollen dann über diesen Pass
nach Falkenring. Also einfach nur dem Pfad folgen bis zu der Gabelung. Huiuiui. Ja, es ist gut, sich Unterstützung zu holen. Bei Drachen, meine ich jetzt. Das wäre sonst ein langer Kampf gewesen. Aber das war jetzt nicht wie bei der Vorregenfolge ein Headbutt-Drache. Und der hat Feuer gespeit. Der war schon ein bisschen badass. Oh. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Ich gehe einfach weiter, ja? Ich umkreise. Geh weg. Ich hab dich gewarnt. Ich hab euch gewarnt. Ich wollte euch in Frieden lassen. Der Headbutt-Drache. Das war was. Nein. Aus. Ich mach mich aus dem Staub. Ja, mach das mal. Schon wieder du? Was ist denn los? Habt ihr euch lange genug an diesem grotesken Anblick gelabt? Ich kenn dich doch. Ich sollte wohl dankbar sein, dass ihr mich nicht sofort angegriffen habt. Ja, du hast... Ja, stimmt, du hast recht. Ein Wunder, dass ich dich nicht angerufen habe. Aber eure Haut... Seid ihr krank? Ich bin einer der Befallenen. Ohne Periites Schutz wäre ich schon vor einem Jahr an dieser Seuche gestorben. Kein Wunder, dass du so komische Augenringe hast. Wohin geht ihr? Ich gehe zurück nach Hochfels. Unser Hirte ist vom rechten Weg abgekommen. Und ich fürchte, Periites Zorn wird all jene verschlingen, die bei ihm bleiben. Cash kann euch vermutlich mehr dazu sagen. Ich will nur so schnell wie möglich weg aus Himmelsrand. Okay. Na dann, viel Erfolg. Viel zu viele Wölfe hier. Ja, ich weiß, ich habe Nirnwurz gesehen, aber ich... Keine Ahnung, für was Nirnwurz sein soll. Klar, könnte ich gucken. Könnte ich mich informieren. Aber nein. Nein. Nein, sowas macht man nicht. Informieren. Das sieht interessant aus. Ah, da kommen wir eh zur Gabelung. Oder? Nee, noch nicht, aber... Das sieht interessant aus. Eine Höhle. Okay. It's time to raid. Oh Gott. Oh. Ich dachte, es wäre ein Drache. Warum auch immer. Okay, rein geht's, Dude, und los. Oh! Alter. Ich habe mit diesem Geräusch der Skelette nicht gerechnet. Oh, das mich erschreckt. Oh, der Schwede. Nicht das Scheiß, hat mir Angst eingejagt. Sehr geil. Skelette. Okay. Wir brauchen also nur One-Hit. Das ist gut. Oh, das könnte interessant werden. Das sieht sehr schön aus. Das sieht so geil aus, Leute. Und da haben wir wieder eine unserer Feuerfallen, Frostfallen wahrscheinlich. Gucken wir mal. Skelette sehe ich jetzt gerade keine. Okay. Ja, fast. Fast. Yes.
Ey, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich bin schon gut. Klopf mir selber auf die Schulter. Bell Baukun. Oh Gott. Yeah! Ja, Skelette können eigentlich gar nichts. Die sind viel zu langsam. Und meine Pfeile sind viel zu schnell. Bell Baukun. Das ist echt eine interessante Höhle. Der Aufbau gefällt mir richtig gut und es sieht echt schön aus. Das ist eine Truhe, okay. Was ist das? Das ist doch ein fucking Priester. Ein Nekromante. Wie ich es hasse, wenn es die Waffe wechselt. Okay. Was war das für eine? Totenbeschwörer. Ungepanzert. Gott sei Dank. Wäre der gepanzert gewesen, hätte mein Pferd das Problem gehabt. Nein. Okay, aber Moment. Jetzt bin ich verwirrt. So, wenn ich jetzt hier in meine Pfeile. Okay, und zurück. Und hier sind die Schwerter. Okay, und läuft. Und ich komme mir vor wie bei der Aerobic. Und eins, und zwei, und zurück. Und nur drei Gold. Meridianstein. Hm, okay, nehmen wir mit. Einen Hahn braucht man nicht. What? Tu parles la français? Im Morgengrauen. Berg Kilgrim. Eine Quest, okay. Bell Baukun. Bell Baukun. Das muss man mit kraftvoll, muss man das sagen. Immer alle Schlösser aufknacken. Na, come on. Oh, schrecklich. So. Na, hast du was? Eine Goldkette. Das ist schon ein wohlhabender Bettler gewesen. Mhm. Eisenpfeile. Ein Säckle mit Goldwaben. Brauchen wir nicht. Den Schund kannst du behalten.
geprägte Mündel Beschwörung verbessert. Sehr geil. Ja, springen? Komm schon. Gut. Ich weiß, man läuft nicht auf Tischen herum. In meinem Fall machen wir eine kurze Ausnahme. Sehe ich noch nix, aber da. Den Pfeil irgendwie falsch angelegt gehabt. Oh nein. Okay, und ducken. Fertig. Ich habe nicht gedacht, dass in so einer Höhle, in dem Skelette hausen, dass hier Fallen angebracht sind. Da geht's runter. Da geht's nicht runter. Ja gut, machen wir. Fangen wir wieder an zu hacken. Obwohl wir eigentlich genug Zeugs haben. Aber ich brauche es ja eigentlich, um meine Ausrüstung zu verbessern. Okay, weiter geht's. Aha, eine Runenfalle. Bin doch nicht blöd, denkt ihr wirklich, ich tapp da drauf? Müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen. Gekonnt ausgewichen. Aber das heißt, hier ist es noch nicht zu Ende. Oder? Ah, scheinbar war das doch alles. Nur der andere Eingang. Wo sind wir jetzt denn? Ja gut. Auf der anderen Seite sind wir. Wenigstens ist herrlicher Sonnenschein. Eine Ratte. Sweet. Ja gut, gucken wir, dass wir wieder auf unseren Pfad zurückkommen. Nur, dass wir irgendwie den Berg überspringen. Kennt der, weil die Aussicht genießen. Das könnte schon Falkenring sein, glaube ich. Ach, schön hier. Oh, ziemlich hoch. Da gehen wir jetzt runter. Ich guck mal nochmal auf die Karte. Ja, und dann sind wir wieder auf einem richtigen Pfad. Da ist eine Festung scheinbar. Gucken wir uns dieses Haus, diese Hütte da nochmal an. Ach, das sind die Real Clouds. Nee. Real Clouds habe ich, glaube ich, nicht installiert, die Mod. Die echte, volumetrische Wolken simuliert? Nee,
oder nicht simuliert, hinzufügt. Zum Greifen nahe. Riesengroße Zuckerwatten. Habe ich nicht, glaube ich. Ja, wir haben genug. Ich muss nachher mal bei der nächsten Gelegenheit mal gucken, was wir so alles brauchen. Dass ich nicht wahllos einfach... Ist das... Oh, ein Säbelzahntiger. Super. Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. Flying to the moon. Ich hab deine Mutter gekillt. Und du bist der Nächste. Bevor du mich auch noch angreifst. Wie hoch? Wie hörst du dich an? Richtig aufgespießt. Ein Hochelf. Aber ungepanzert. Warum ungepanzert? Was bringt das? Das brauchst du nicht mehr. Bin mir sicher, das brauchst du nicht mehr. An die Tierfanatiker da draußen, ich musste es töten. Es hätte sonst mich getötet. Finster Gerstenhof. Ein Hund, okay. Guten Tag. Seht uns nur an. Wie zwei graue Flecken im Schnee. Wer? Wir beide. Nee. Wahrscheinlich meinen die sich beiden. Bitte, jemand muss etwas unternehmen. Was? Ein Quiz. Oh ja, ein Quiz. Ja, da müsste man aber die Reihenfolge kennen. Wenn es da irgendwo einen Hinweis geben, was denn? Das war schon cool. Also nicht, dass ich den Wolf jetzt getötet habe, aber dass ich ihn so im Rennen getroffen habe. Schon. Oh. Wirft er jetzt den Menschen an? Ah, der wird jetzt verrecken. Okay. Zurück zum Thema. Gibt es hier irgendwelche Hinweise? Oder drehe ich jetzt einfach willkürlich die Steine um? Ah, nein, Fisch. Ja, aber in welche Richtung muss das denn zeigen? Da ist was. Da ist wahrscheinlich nix symbolisiert und hier ist... Vielleicht muss alles auf Fisch sein. Nee, da ist nämlich... Ich drehe jetzt einfach mal diese Dinger
Richtung Zent... Wolle. Wo bin ich denn? Ich war wohl ein bisschen zu weit in der Wand. Nö. Auch sicher, dass nur ein Symbol da ist? Soll ich von einer erhöhten Position mal reinschauen? Ne. Mikishko. Das war japanisch und heißt Mexiko. Na gut. Dann drehen wir jetzt alle einfach mal. Und hoffen, dass irgendeine Kombination stimmt. Mhm. Dann drehen wir jetzt das hier. Es sind drei Stück. Man könnte es jetzt ausrechnen, wie viele Versuche es gibt, die richtige Kombination zu finden. Oh. Ich glaube, die sind nur auf Wanderschaft. Soll ich da jetzt... Ich weiß nicht. Nicht, dass es deren... Lieblingsplatz ist. Nee. Die sind noch auf Wanderschaft. Die lassen wir in Frieden, weil sie greifen mich auch nicht an. Es gibt keinen Grund, sie anzugreifen. Mal, das klappt auch, was ich vorhabe. So, jetzt drehen wir eins. Und das hier. Auch nicht. Dann drehen wir... Das nochmal. Nee. Das. Und jetzt das. Nein. Okay, dann drehen wir das nochmal. Jetzt habe ich eh den Überblick verloren. Ich hatte bis gerade eben noch einen Plan. Ich werde so lange machen, bis ich das Rätsel gelöst habe. Darauf könnt ihr einen wetten. Nein, es wird nicht gecheatet. Ich glaube, ich beschleunige das Ganze. Wir skippen mal vor, bis ich es schaffe und werde euch danach sagen, wie lange ich Wirklichkeit gebraucht habe. Ohne zu lügen. Bis gleich. Da, es ist auf. Ich habe es geschafft. Und jetzt ohne zu lügen. Ich hätte es auch von Anfang an schaffen können. Ohne random auszuwählen. Das waren keine 10 Sekunden, ich habe es hinbekommen. Weil hier sind ja auch noch Steine. Hab die nach dem Zentrum geordnet. War so mein erstes Gefühl.
Und das war's doch. Fisch war schon mal richtig, hatten wir am Anfang schon gefunden. Und das Ding war auf. Mann, hätte ich mehr mit Kopf machen sollen. So, und jetzt hoffe ich, da ist was Schönes drin. Ja. Ist, glaube ich, ein Zauber. War jetzt nichts Tolles drin, aber naja, was soll's. Da. Zerstörung wird verbessert, sehr gut. Immerhin etwas. Oh. So, 6 Minuten hängen wir noch. Ich hätte jetzt gedacht, da wäre vielleicht ein bisschen mehr in dem Gatter. Naja. Dann nehme ich euch noch mit und auf den Weg nach oben. Oh, bis jetzt war das doch eine spannende Folge. Wir hatten einen unsichtbaren Drachen. Ist das schon wieder was? Einen unsichtbaren Drachen. Ich habe mich erschreckt bei Skeletten. Und wie es aussieht, haben wir hier die nächste Grotte. Aber die sparen wir uns auch für die nächste Folge, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ender Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.